Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, liebe Leute, und wir machen jetzt den Einstieg in die russische Gegenschlagkampagne. Oh mein Gott, das wird auch wieder heftig. Schaut euch das an, wie viele Missionen hier wieder sind. Wir haben dann beim letzten Mal die Standard-Russen-Kampagne fertig gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los hier mit Mission 1 der Gegenschlagkampagne. Mausefalle. Alles klar. Lustiger Name, aber gut, da bin ich jetzt mal auf die Cutscene gespannt. Alles klar. Dobrый день, Feldwebel. Меня зовут Тополов. General Тополов. Рад видеть, товарищ. Ihr Einsatz in der Ukraine ist ganz einfach. Die Alliierten fordern die überlegene sowjetische Luftwaffe heraus. Direkt vor unserer Nase bauen sie einen eigenen MiG-Prototypen. Sie testen eine neue Luftbrandbombe. Sie testen ihre Chronosphäre. Die Govnyuks werden anmassen. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Zerstören Sie den Prototypen, aber erobern Sie die Chronosphäre. Machen Sie alle Alliierten Cyborgs fertig. Cyborg-Double. Unseren geschätzten General Stavros, den griechischen Kommandeur. Los, Vidania. Das ist alles. Auch der ist ja cool, Leute. So ein typischer Russe. Oh mein Gott. Ach, wie geil. Wie geil. Gegenschlagkampagne. Oh mein Gott. So, Leute. Einer unserer größten Feinde, der griechische Kommandant Stavros. Den kennen wir ja schon, wurde endlich von unseren Truppen umstellt. Er hat sich in einen unterirdischen Bunker voller Chronosphärentechnologie geflüchtet. Zeigen Sie ihm, dass die billigen Tricks der Alliierten den Zorn der Sowjetunion nicht aufhalten können. Spüren Sie ihn auf und eliminieren Sie ihn. Liefern Sie uns Ergebnisse. Wir wollen nicht von seiner Flucht hören, sondern davon, wie er mit seinem letzten Atemzug um Gnade gewinselt hat. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben ihnen Invasoren zugewiesen, mit denen wir diese Chronosphärentechnologie für unsere Zwecke nutzen können. Sie sollten diese Invasoren nicht in sicheren Tod schicken. Commander? Oh, Leute, euer Ernst? Direkt eine Inside-Level? Oh, nee. Oh, da habe ich mich so drauf gefreut jetzt hier und da kommt ja direkt so ein Kack-Inside-Level. So. Ach du Scheiße, wie mache ich das denn jetzt am besten? Der eine Invasor, da kann man da hinten hin, bitte. Da ist er, Stavros. Hey, Stavros, Kollege. Ich kenne dich noch aus der Alliierten-Kampagne. So, dann die Hunde. So. Nix da. So, was ist das da jetzt? Was hat sich da jetzt aktiviert? Oha. Die geht hier gerade so übelst ab, die. Was ist das denn? Was zur Hölle? Was muss ich jetzt hier genau machen? Muss ich die einnehmen? Erwarte Ihre Befehle. Ja, muss ich die einnehmen? Sofort. In Ordnung. Das kann sogar echt sein, wa? In Ordnung. Nee, der macht keinen Schaden. Irgendwas ist da falsch, Leute. Ja, hier stehen jede Menge Chronosphären rum, aber wie soll ich das denn machen? Was ist denn? Hä? Moment, kann ich die echt nicht kaputt machen, die Dinger? Nee, da kann ich nicht hin, ne? Ne, die können wir nicht platt machen. Ach, wo, nein, stopp. Da. Hunde einfach auffressen, die Leute. Ja, toll. Danke, Flammenwerfer. Da eigenen Einheiten hier platt gemacht. Ah, hier können wir also doch lang. Okay, ich verstehe schon, Leute. Ich verstehe schon. Erste Sowjetsmission ist direkt eine Inside-Level. Ey, das kann es doch wohl nicht wahr sein. Ich hasse ja diese Inside-Level, ne? Aber gut, liebe Leute, dann. So, dann einfach hier durch, ne? So, da ist eine Kiste. Wahrscheinlich eine Heilung. Kann ich gut gebrauchen. Was zur Hölle? Ein eiserner Vorhang. Auf Mannequin.
Was soll ich denn damit? Euer Ernst, Leute? Ein eiserner Vorhang? Das ist doch wohl nicht wahr. Ja, Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim guten alten Command & Conquer Remastered. Ja, wie wir hier mit einem russischen Gegenschlag anfangen und direkt eine Inside-Mission haben hier. Das ist echt lustig, muss ich sagen. Moment, kann ich den vielleicht sogar killen jetzt hier? Ah, verdammt, der eiserne Vorhang ist schon wieder weg. Aber, das ist doch der Stavros. Ja, genau, das ist doch der Stavros. Ja, Sir, sehr gern. Melde mich wie befohlen. So, wo ist er jetzt wieder hier? Jetzt ist er da hinten. Okay. Da komme ich gar nicht rein, ne? Das ist ja interessant. Okay, gut. Schade, ich dachte, ich könnte den so kriegen, aber... Dem ist wohl nicht so. Och, baller doch nicht euren eigenen Hund über den Haufen. Leute, jetzt macht doch mal was. So. Die Invasoren müssen mal eben hier an die Computer tragen. Was zur... Was zur Hölle? Warum passiert da nichts? Okay, Leute, das ist interessant. So. Ich weiß nicht, was mich hier... Oh, schaut mal da. Was ist das denn da oben? Da oben muss ich wahrscheinlich hin, ne? Ich weiß, wie gesagt, nicht, was mich hier erwartet, Leute. Keine Ahnung. Ja, einfach mal drauf losspielen. Ja, warum eigentlich nicht? Und ja, liebe Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Ist nach wie vor an diesem Sonntagabend hier. Und ja. Genau, dann hoffe ich, dass ihr die Woche, weil das hier kommt ja an einem Freitag hoch, dann hoffe ich, dass ihr die letzte Woche gut überstanden habt, Leute. Und ja. Was ist das jetzt hier? Da sind Einheiten. Viele Einheiten. Viele Einheiten. Kriege ich die überhaupt noch hin? Ja, mit dem Flammenwerfer. Locker. So. Ja, die Flammenwerfer, easy. Easy peasy. So. Ich weiß ja nicht, was hier ist, ne? Ist hier nur ein Ausgang oder so, ne? Ah, da ist eine Heilkiste. Sehr gut. Eine Heilkiste und... Was ist das? Zwei Heilkisten. Hätte ich eine davon vielleicht sogar, ja, gar nicht gebraucht, ne? Na gut, egal. Gut, liebe Leute, wir müssen auf jeden Fall hier oben hin. Zur Energie von den Alliierten. Und wisst ihr, was ich mache, das nur doch mal ein bisschen schneller. Das geht mir doch ein bisschen zu langsam, so. Verstärkung, drei Mannequin. Jawohl. Sehr gut. Wir haben drei Mannequin gekriegt. Ja, ist das denn nix? Ich meine, drei Mannequin sind drei Mannequin. Die sind hier echt sehr viel wert. Da ist der Star Wars, Leute. So. Ja, bis die mal da sind, ne? So, ups. Egal. So, mach mal schnell hier, komm. Ja, Sir. Sehr gern. Melde mich sehr gern. Ja, Sir. Dann hoffe ich, dass wir jetzt hier nicht... Oh, schau mal da, das können wir platt... Das können wir einnehmen. Das Ding können wir einnehmen, aber erstmal speichere ich das, bevor das passiert. Speichern. Mission 1. Sowjets Add-on. Meine Güte. Was ein langer Speichertitel. So, das müssen wir einnehmen, oder? Tatsächlich. Oh mein Gott, das war sogar richtig. Was ist das hier? Ein eiserner Vorhang. Okay. Das ist geil. Da haben wir jetzt hier tatsächlich, ja, eine Chronosphäre eingenommen. So, was ist das hier? Oh, noch mehr Verstärkung. Geil. Oh, was zur Hölle, was zur Hölle. Oh, noch mehr. Mehr Mannequin, okay. Was zur... Was geht hier ab? Da oben. Okay. Was geht hier ab zum Teufel?
Ich glaube Endschlacht oder so, hä? Endschlacht gegen die ganzen Mannequin da. Ja, dann kommt mal bitte hier hin. So. So, dann habe ich jetzt noch den einen Invasor hier. Meine Güte, das ist eine ganz schöne krasse Mission. Ah, ja, ja. 8 Mannequin und der Stavros. Ich glaube, dann haben wir das Ding. Aber was hier ist, keine Ahnung. Ich will es nicht wissen, Leute. Ganz ehrlich, ich will es nicht wissen. So, lasst die kommen oder macht ihr den hier platt. So, zack. Was zur... Was zur Hölle war das denn? Warum können wir da nicht hin? Stopp. Stopp. Ja, dann müssen wir doch da oben her. Verdammt. Okay, gut. Dann muss ich das leider nochmal laden. So. Aber egal, macht ja nichts. Ist ja noch die erste Mission. Ich habe ja kurz vorher gespeichert. So. Dann kann der direkt da oben das da hingehen. Und die können schon mal sich da sammeln. So. Der Invasor auch bitte. Und dann kommt da unten gleich die Verstärkung raus. Verstärkung genau da. Die kann ich direkt hier mitnehmen. Da ist der Stavros. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was hier abgeht. So, Mannequin-Kampf hier. Den haben wir gewonnen, den Kampf. So, sehr, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Da ist nämlich noch ein Computer, schaut mal. So. Wo sind meine Verstärkungstruppen? Ah, da. Okay, sehr, sehr gut. Sammelt euch mal bitte da unten. So, dann haben wir den ja jetzt dahin geschickt. Dann müssten wir ja jetzt eigentlich hier weiterkommen, oder? Dann müssten wir jetzt eigentlich hier weiterkommen, der Logik halt nach halber. Aber ich speichere das lieber vorher nochmal. Mission 1, so. Jetzt, Add-on. Ja, vielleicht, wenn das Speichern so lange dauert, aber es ist halt... Ja. Komme ich jetzt hier rein? Moment mal, versuch das mal mit einem halb kaputten. Komme ich jetzt da rein? Jetzt komme ich auch da rein. Perfekt, Leute. Jetzt komme ich auch da rein. Sehr gut. Der Invasor bitte mit. So, die Flammenwerfer. Einfach mal hier sammeln. Und drauf schießen. So. Schieß da drauf, oh mein Gott. So. Perfekt. Doch noch nicht. Warum das denn? Hä? Bin ich jetzt bescheuert oder so? Warum das denn? Och Leute, hä? Verstärkung habe ich wieder gekriegt. Frage ist jetzt, von wo Verstärkung gekriegt? Von wo Verstärkungen? Hey, hallo? Verstärkungen, wo sei... Ah, da. 3 Mannequin. Naja, gut. Ah, man muss oben rumgehen. Okay, ich verstehe schon. Komm schon, aber die vier Flammenwerfer schaffen das ja wohl. Ja, sehr, sehr gut. Keine Chance, die Schützen. Wirklich nicht. So. Kriegt ihr den? Schafft ihr den? Ich glaube nicht. Doch! Ha, geil, okay. Wunderbar. Sehr schön. Da haben wir die Mission. Die erste Mission, oh mein Gott. Oh, neue Cutscene. Ja. Die erste große Mission ist fertig. Oh mein Gott. Da muss ich echt schon mal laden, das ist ja. Effizienz 150%, oh mein Gott. Okay, nicht schlecht. Bodengalerie freischalten, abschließen Ukraine. Alles klar. Die gucke ich mir erstmal an, bevor wir wieder in die Mission gehen, so wie es bei den Alliierten auch war. Ja. Da würde ich sagen, nein, ich will es nicht wissen. Nein. Beenden. So, liebe Leute, Bonusgalerie hier, Bonusgalerie. Boah, geil, Kane. Werbefoto von Joe Cushion, das vor einem Greenscreen aufgenommen wurde, um es mit verschiedenen Hintergründen hinterlegen zu können. Ja, der gute alte Kane hier. Wie gesagt, den
Den lernen wir auch bald kennen, den Kane. Und ja, würde ich sagen, Missionsauswahl, paradoxe Gleichung. Perfekt, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und ach ja, diese zweite Mission habe ich, glaube ich, sogar schon mal in einem Video gesehen. Aber gut, spielen wir es erstmal so. An Kommandant S7 von Oberste Sowjetkommando, oberste Priorität. Wir erhielten diese abgehackte Übertragung von unseren Kundschaftern, die eine mutmaßliche Testanlage der Alliierten infiltriert haben. Beginn der Übertragung, alliiertes Testgelände entdeckt. Chronosphärentest am Ruder, oder was, ja. Waffen von betroffenen Lufteinheiten. Waffen des von betroffenen Lufteinheiten, ach, keine Ahnung. Chronosphäre wahrscheinlich betroffen oder so. Ende der Übertragung. Sie müssen den Vorfall untersuchen, wenn tatsächlich die Chronosphäre in der Angelegenheit involviert ist, ist das die perfekte Gelegenheit, sie zu entsorgen. erobern. Sorry, nicht entsorgen. Sorgen Sie dafür. Okay. Gut. Endlich mal wieder mit dem Bauhof hier, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, liebe Leute, dann. Da oben können wir uns aufbauen, das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, diese Mission habe ich, glaube ich, sogar schon mal auf im YouTube irgendwo gesehen. Als Speedrun. Aber jetzt nicht so krass, dass ich das nachspielen könnte oder so. Nein, das definitiv nicht. So, dann muss ich mal gucken, wo denn hier das nächste Erzfeld ist. Weil das hier unten, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, nein. Ist echt nicht viel. So. Aber das muss reichen anscheinend. Oh nein. Haben wir hier keine Ressourcen? Ist das diese Mission, wo ich meinte? Ja, die schafft ihr, oder? Den schafft ihr, den Gummipanzer. So, schafft ihr, oder? Jawohl. Sehr gut. Ist das diese Mission, die ich noch auf der PlayStation im Kopf habe? Ist das die? Muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich mal gucken, Leute. Es könnte sein, dass es die war, dass wir hier zum ersten Mal die Tesla-Panzer bauen können. Ich weiß es nicht. So. Wow, da sind noch mehr Einheiten. Was? Mach den platt da. Mach den platt da, los. Da oben habe ich noch Manneken stehen. Warum habe ich... Ach ja, stimmt. Ach du Kacke. Noch mehr Manneken. Kaserne. Was zur... Warum machen die so wenig Schaden? Leute? Gut, Schützen bitte. Boah, halt mal ein paar... Oh, nein, vergiss es. So. Was zur Hölle, was halten die so viel aus? Normalerweise sind die doch... normalerweise sind die doch direkt platt. Was war denn das für Manneken? Oh mein Gott, und ich habe wieder keine Kohle dafür. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt nicht wahr. Wo sind denn hier Ressourcen? Das kann doch nicht reichen. Da sind noch mehr von denen. Schaut euch das an. Aber die machen bei uns auch so wenig Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Sammler, komm mal her bitte. Du musst mal bitte hier die Manneken platt fahren. Das ist ja wohl nicht mehr feierlich hier. Was soll... Diebe! Egal, ich habe eh kein Geld. Ich habe eh kein Geld. Blöder Dieb, ey. Ich habe eh kein Geld gehabt. Haha, geil. Tja, das war wohl nix. Ah, meine Frau guckt drüben wieder Netflix. Ja, das ist interessant. Gut, liebe Leute, dann... Sammler bauen und Radarstation. Ja. Und ja, liebe Leute, so sind wir schon in der zweiten Sowjetmission. Ja. Die erste ging ja echt schnell, muss ich sagen. Ach du... Was? Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Seit wann können Gummipanzer zweimal schießen?
Was ist denn hier los? Was ist das denn? Sind die bescheuert? Seit wann können die zweimal schießen, bitte? Das ist ja wohl nicht wahr. Sammler, wirst du bald mal fertig? Danke. Kampfpanzer. So. Der Gubi-Panzer schießt einfach zweimal. Was ist das denn? Wie bescheuert. Wie bescheuert. Haben die unsere Sachen geklaut oder was? Was ist das denn? Was ist das denn für ein komischer Müll? Seit wann können Gummipanzer zweimal schießen? Oh. Ah, schaut mal, da oben sind noch... Ich glaube, das ist diese Mission. Da kommen noch mehr Mannequin. Panzer, komm mal bitte her. Die haben irgendwie so krasse Einheiten auf einmal, die Alliierten, ne? Oh, wir brauchen schon Silos. Was zur Hölle? Tesla-Panzer? Was? Was ist das denn? Ja, okay. Was ist denn hier los? Das ist ein Tesla-Panzer? What the fuck? Ganz ehrlich, was zur Hölle? Dann bauen noch mehr davon. Nur mal Raketenwerfer. Ein Kampfpanzer, der ein Tesla-Panzer ist, bitte was? Ich würde lachen, wenn die jetzt Atombomben schießen, die Raketenwerfer. Was ist das denn? Konstruktion abgeschlossen. Das ist ja mal echt interessant. Also, interessante Mission. Boah, wir können schon einen eisernen Vorhang bauen. Geil. Da ist irgendwie was kaputt. Da kommt er wieder mit Dieben an. Ja, dann nimm den Tesla-Panzer und Tesla-Panzer. Oh Mann. In Form eines Kampfpanzers. Das ist so bescheuert, Leute. Ey, wirklich. Was soll das? Oh, Moment. Da oben stehen Bäume im Weg. Die muss ich erstmal wegschießen, ne? Versuch das mal mit dem Tesla-Panzer. Das sind Tesla-Panzer, oh mein Gott, ey. So, der Raketenwerfer, wie schießt der? Schießt der Atombomben oder was? Der kann gar nicht schießen oder was auf Bäume, ne? Ne, der schießt irgendwie nicht. Okay, dann Tesla-Panzer. Oh Mann, das ist doch beknackt. Wirklich. Gut, egal, Leute. Wir haben hier unten keine Ressourcen mehr. Was macht er mit dem Mannequin da? So, einfach überfahren. Bitte was? Die Raketenwerfer schießen echt Atombomben. Was ist das denn? Was zur Hölle? Die Raketenwerfer schießen echt Atombomben. Was ist das denn? Oh Mann. Leute, ja toll. Da kann ich die Mission neu starten. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Schießen die echt Atombomben, ey. Das ist zu heftig. Das ist doch zu heftig, Leute. Wie soll ich da mit denen umgehen? Oh Mann. Euer Ernst? Anscheinend ist es deren Ernst. Was soll das denn? Ja, tut mir leid, Leute. Da muss ich leider 10 Minuten Spielzeit in den Müll werfen. Schießen die euch Atombomben? Und ich mach noch so einen Witz, ja, wenn die Raketenwerfer jetzt Atombomben schießen, dann lache ich. Da schießen die echt welche. Das ist doch bescheuert, ey, wirklich. Was haben die sich denn bei... Oha. Was haben die sich denn bei dieser Mission gedacht? Schaut euch die Granaten an. Das sind Flammengranaten. Ganz ehrlich, was haben die sich denn hierbei gedacht? Was ist das denn? Atombomben-Raketenwerfer. Oh Mann, Leute.
Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ja. Ich mach ja schon. So. Gut, Waffenfabrik, Leute, los. Wie bescheuert, ey. Aber die Bäume kriegen wir irgendwie nicht platt, ne? Atombomben, ey. Ein Atombombenwerfer. Auch nicht schlecht. Definitiv nicht, nein. Ja, die ganzen Waffen hier sind ein bisschen durcheinander geworfen. Deshalb anscheinend, ne? Wegen der Chronosphäre irgendwie. Weil die da so scheiß Experimente mitmachen, ja. Ja, macht ihr mal, oder schieß mal da oben drauf. Komm. Nein, hier. Einfach hier weiter drauf schießen. So. Gut. Alles klar. Oh Mann, ey. So. Kaserne, Sammler. So. Einfach weiterbauen, ey. Was war das denn, ey? Das war ja geil. Das war echt witzig gerade. Die mit ihren Flammengranaten, ja, auch geil. Nee, was für eine geile Mission. Ein Kampfpanzer und da ist ein Tesla-Panzer. Das ist lustig. Das ist doch einfach mal lustig, oder, Leute? Einfach mal so ein bisschen zu sehen, wie die Waffen auch mal verrückt spielen können. Leider ist die Folge gleich schon wieder vorbei, ey. Oh Mann. Aber schon krass, ja. Schon krass. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, die Raketenwerfer, die lasse ich mal stecken. Die baue ich nicht. Das sind ja nur blöde Atombombenwerfer. Vielleicht hier auf den Baum. Die wollen ja nicht, die wollen ja nicht drauf gehen. Ne? Das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Gut, Leute, dann bauen wir einen Tesla-Panzer. Hey, geil. Kommt jetzt hier rein? Leute, könnt ihr mal bitte da das Ding hier wegmachen, damit ich da reinfahren kann? Ach, verdammt. Gib mir mal den Tesla-Panzer. Tesla-Panzer, ey. Ja, das ist echt bescheuert. Den Tesla-Panzer werde ich jetzt auch brauchen, merke ich gerade. Oh Mann. Das war auch in der alliierten Gegenschlagkampagne so, dass... ach du Scheiße, die halten auch nichts aus, ne? Das war auch bei der alliierten Gegenschlagkampagne so, dass die Russen, die hatten da auch ihre Tesla-Panzer in Form von Radarstörgeräten. Ja, vielleicht hängt das damit zusammen. Ich weiß es nicht. Kannst du jetzt diesen Baum mal wegmachen? Kannst du diesen Baum mal da wegmachen? Nö, der Baum ist unzerstörbar. Oh Mann, Leute. Warum geht das denn nicht? Hä? So, dann habe ich jetzt meine Basis nochmal neu aufgebaut. Raketenwerfer lasse ich definitiv hier bleiben. Die schießen da nicht drauf, ne? Die schießen da nicht drauf. Nö, die schießen da nicht drauf. Keine Ahnung. Tja. Tesla-Panzer. Ja gut, okay, interessant, auf jeden Fall. So, dann bauen wir drei Stück von den Dingern. Dann habe ich jetzt hier mein Tech-Center und dann baue ich schon die Tesla-Spulen auf, ey. Das ist so bescheuert. Tesla-Panzer. Schaut euch das an. Aber die Bäume, die, ja, keine Ahnung. Tesla-Spule mal bauen. Und dann würde ich mal sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat mit den lustigen Tesla-Panzern, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Ich probiere nochmal gerade hier. So. Der Gummipanzer, ey. Ach du Kacke, da sind ja noch mehr. Was zur Hölle? Ja gut, die Sammler, die müssen halt außen rumfahren, weil ich hier halt nicht reinkomme. Das mache ich aber noch eben, Leute. Wisst ihr was? Das mache ich noch eben. Eine Sekunde, bevor ich die Folge hier beende, mache ich noch diesen Part hier gerade. Weil die Sammler, die müssen sicher sammeln können. Sonst bringt das nichts. Guckt euch die Reichweite an von den Dingern.
Oh mein Gott. Zack. Zack. Das ist schon geil, ja. Können die auch die Schiffe vielleicht platt machen? Das wär's ja. Das wär's ja. Tatsächlich. Schaut euch die an. Wie OP einfach nur, ey. Einfach nur OP. Gut. Alles klar. Würde ich sagen, haben wir da unser Erzfeld. Und dann, Leute, würde ich sagen, wirklich, jetzt speichere ich das ab. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.